wenn ich unterwegs bin und dann wieder nach Brombach komme, habe ich hier mein Labyrinth. Den laufe ich immer. Er zeigt mir dann immer und während dem Laufen mache ich mir Gedanken, fühle ich hinein in mich, versuche zu verstehen, was habe ich gelernt, was habe ich erfahren, was habe ich gefühlt während der Zeit, wo ich unterwegs war. Was geht in mir vor? Was ist etwas vielleicht da, was ich nicht möchte, dass es in mir ist? Es fühlt man. Man weiß immer, wie man ist und wie man sein möchte, wie man sein sollte. Und die Entscheidung, es zu tun oder nicht, hängt an unserer Persönlichkeit ab. Ob sie selbstfähig, selbstständig ist oder nicht, mündig ist oder nicht. Das ist die Mündigkeit der Persönlichkeit. Nicht des Wissens, nicht der Diplome, der Kontakte, wie viel du kennst, alles vergänglich. Aber die Persönlichkeit ist ewig, wenn sie sich richtig entscheidet. Und das, was sie lernt, bleibt für immer. Deshalb die Persönlichkeit, wenn sie fühlt, dass etwas nicht ist, dann ist es nicht gut, weil sie ist wie ein Barometer. Sie fühlt, wann sie sich von der Seele entfernt, sie fühlt, wann sie sich dem Tod nähert. So ist es leider. Zum Glück vielleicht auch für manche, die darauf achten und es ändern in ihrem Leben. Deshalb, immer wenn ich in ein Labyrinth laufe, diesen hier, dann wird mir klar, was ich vielleicht Unnötiges in mich aufgenommen habe. Das tue ich aus meinem Leben einfach heraus. Und die Gedanken, die vielleicht da sind, die schwer sind, die tue ich auch weg. Es ist schon schwer genug, barfuß über den Labyrinth zu laufen. Unter der Mittagssonne. So ist es wichtig, innerlich immer sauber zu sein. Sauber zu sein von dem Gefühl her, von der Erwartung, von dem, wie du die Welt siehst, wie du dich selber siehst. Denn wir sollten immer in einem guten Gefühl sein, immer in der guten Vorstellung, der Erwartung. Denn wenn man wüsste, wenn alle wüssten, wie sehr unsere Einstellung die Welt verändert und beeinflusst, dann würden alle sehr vorsichtig damit sein. Und das ist das, was die Kinder sind, von Anfang an. Sie weigern sich, sie möchten nicht diese Instrumente verwenden, die die Erwachsenen verwenden. Sie fühlen, dass es nicht gut ist. Sie fühlen, dass es Schaden bringt für die Umwelt. Aber keiner vertraut und keiner schenkt Beachtung den Gefühlen und der Sorge der Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Kinder achten, auf sie hören und von ihnen lernen. Das ist das Einzige, was wir haben am Leben hier in der materiellen Welt, was mit dem Leben so eng verbunden ist und so direkt. Das sind die Kinder. Und wir behandeln sie wie unsere Sklaven. Die Sklaven des Systems, weil wir selbst Sklaven sind. Das sollten sich alle Eltern klar machen, dass die Kinder frei sind. Das sind die richtigen Menschen. Die Menschenrechte gelten auf die Kinder, weil sie am Leben sind, im Gefühl. Das ist eine, in diesem System, in diesem Programm, in dieser Hologrammwelt, in dieser dreidimensionalen Projektion, der tatsächlichen Realität, der Welt der Liebe, der Gefühle, hier in dieser materiellen Projektion, wie der Abglanz einer Landschaft im Wasser, am Sonnenuntergang. So ungefähr ist es hier. Hier läuft alles nach Programm und alles nach Ordnung. Und wenn ein Mensch wach ist und lebendig ist, wenn ein Kind zum Leben erwacht ist und Mensch geblieben ist, sich die Gefühle beherrscht, sich selbst beherrscht, Selbstbeherrschung hat, einen Willen geprägt hat, die Liebe hat, dann ist er Mensch. Dann kann er das System beeinflussen. Davon fürchtet sich das System, denn es will leben. Es hat sich daran gewöhnt, dass wir es verehren wie ein Gott. Ein Programm in unseren Köpfen, in unserem Bewusstsein, anstelle selbst das Göttliche in uns, die Gefühle, die innere Welt zu öffnen und zu leben. Das ist das, was uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht, zu denen, die lebendig sind, zu Menschen, die schöpfen können, schaffen, erschaffen, die etwas bewirken können, die etwas verändern können, mit der Liebe etwas heilen lassen können, Leben erwecken können, Leben geben. Wir sind diejenigen, die diesen schönen Planeten bewahren und behüten sollten. Und wir sind diejenigen, die ihn ausbeuten, die ihn einfach wahllos und kapitalistisch, materialistisch ausbeuten, wie Räuber, wie Geier. Und selber später dann das Leben lassen, aufgeben und ein Teil des Todes werden. Und diesen Weg auch den Kindern und unseren Jugendlichen zeigen wollen und sie zwingen wollen, diesen Weg zu gehen. Offensichtlich führt er in den Tod.
die Kinder haben eine andere Möglichkeit. Selbst Jesus hat es schon mal gesagt. Werdet wie die Kinder, denn ihr ist das Himmelreich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Und das Himmelreich ist mitten unter euch, mitten in euch, hat er gesagt. Wenn ihr werdet wie die Kinder, werdet ihr es erfahren und fühlen und leben. Das ist die einfache Botschaft von Jesus. Wir haben daraus Religion gemacht, Kriege geführt. Wozu? Wir hätten nur das Buch stäblich nehmen sollen, im Gefühl leben, wie die Kinder sein und fertig. Mehr ist nicht nötig, um menschlich zu sein. Mehr ist nicht nötig, um ein Paradies auf Erden zu erschaffen. Vielleicht noch ein bisschen Technologie und ein bisschen Liebe zueinander und Verständnis. Das haben wir jetzt mittlerweile. Die Bewegung Galata und unser Unternehmen Skyway wird die Welt vereinen, wird die Welt auf den himmlischen richtigen Weg führen, zu der himmlischen Welt, zu der einen Welt, wo Liebe herrscht, wo eine Familie da ist, eine Weltfamilie, wo wir dann auch bereit sind, in den Kosmos zu gehen, was wir auch tun werden. Und ich rufe alle Menschen auf, sich diesen Bewegungen, ja, dieser Veränderung zu öffnen und sich dem anzuschließen. Denn was macht es für einen Sinn, wenn wir weiter so tun, als ob alles gut ist und dass wir das Wenige haben, was wir haben, materialistisch ausleben und dann trotzdem sterben? Was haben wir Gutes gemacht in dieser Welt? Wer von uns kann was mit erhobenem Haupt behaupten, dass er die Welt zum Besseren verändert hat? Wie viel von uns haben Ängste und Unsicherheiten und Ziellosigkeit? Wäre das nicht ein gutes Ziel, die Welt zu verbessern, den Planeten zu retten, wenn es möglich ist? Wenn es schon welche tun und erfolgreich tun, sich dem anzuschließen? Diese Fragen, lasst mal durch eure Herzen gehen. Lasst mal, füllt euch mal hinein und fühlt euch, wie es ist, wenn ihr die Letzten seid, die dann kommen. Und ihr habt davon gewusst, was getan wird. Wie viel wissen, was getan wird bei Skyway. Viele haben davon gehört, halten es für eine Pyramide, weil sie auf das Negative achten und sich nicht die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen. Und wenn sie sich damit beschäftigen, dann haben sie Angst, das Negative aufzugeben. So haben wir Angst, das Negative dieser Gesellschaft aufzugeben und das offensichtlich schon eingetretene Gute anzunehmen, im Gefühl, im Verständnis und im Vertrauen zueinander, weil wir vieles verändern können, wir können vieles gemeinsam. Denn wenn wir den Skyway gehen, den himmlischen Weg, mit einer Technologie, die uns Frieden und Ruhe gibt und Sicherheit und auch eine optimale Optimierung in allen Richtungen, wenn wir einfach auch finanziell uns lösen können von der Kabbala und von diesen Pyramidensystemen der Gesellschaften, der materialistischen transnationalen Kooperationen, der Eliten, die sich so ausgeben, aber nicht die Kontakte haben zum dem Gott El, von wessen dieses Wort auch abgeleitet wird. Denn die neuen Leute, die neuen Menschen, die die Verantwortung übernehmen für sich und den Planeten retten, werden auch stark belohnt werden, groß belohnt. Und ich hoffe dann, dass diese Menschen in der Lage sind, die Welt besser zu gestalten. Deshalb wurde auch von mir die Skyway-Tafelrunde ins Leben gerufen. Wenn was ins Leben gerufen wird, dann lebt es. Wenn etwas geschaffen wird durch Geld und durch Anordnung, dann ist es ein Programm im System. Die Tafelrunde ist wie Skyway, etwas Lebendiges. Etwas, was geboren wurde zu seiner Zeit, in dem Augenblick, wo es sein sollte. So entsteht Leben. Und diese Tafelrunde wird in allen Ländern, in allen Städten, da wo Skyway gebaut wird und realisiert wird, die Möglichkeit geben für alle Bürger, für alle Menschen der Städte, der Region, sich an diesen Adressenprojekten zu beteiligen, sich hinein zu investieren und Teil dessen zu werden, in ihrem Ort, wo sie wohnen, eine Sicherheit zu schaffen, einen Bestand zu erschaffen, gemeinsam mit anderen, ein Teil etwas Großes zu werden, der Skyway Community, der Skyway Familie, der Skyway World. Und das ist möglich, das ist schon Realität für viele. Und deshalb wird die Skyway Tafelrunde eine Sicherheit geben, dass wir die Ressourcen gut verteilen weltweit. Das heißt nicht, dass wieder die ersten Anteile des Unternehmens haben, die ersten Unterstützer, dass sie dann durch die Dividendenausschüttung immer mehr und mehr bekommen und die Adressenprojekte finanzieren und somit der Teil der wenig Verdienenden größer bleibt oder ist. Und der, die es geschafft haben, die es durch das Glück, vielleicht durch das, dass sie auf die gehört haben, denen sie gefühlt haben, zu vertrauen zu können, dass sie dann nicht einfach alles bekommen. Das ist eine Gerechtigkeit und dieser Gedanke liegt hinter oder ist in der Tafelrunde verankert und verewigt. Es ist wichtig, dass wir auch ausdiskutieren, wie was gemacht wird, damit es eine gemeinsame Entscheidung wird und nicht etwas, was die entscheiden, die Geld haben und die entscheiden, die Macht haben. Denn nicht immer haben die Macht und Geld haben,
die Weisheit und das Ziel, dass es den Menschen besser geht. Deshalb ist die Tafelrunde dafür da, dass man sowas ausdiskutieren kann, öffentlich, publik für alle, dass sich alle daran beteiligen, dass wir die Gemeinschaft und die Gesellschaft verändern, zusammenbringen und das Vertrauen wieder in die Herzen der Menschen zueinander geben. So ungefähr wird es funktionieren, wird es laufen. Aber das Leben führt selbst und wir sollten dem Leben nur folgen. Wir sollten dem Leben nur vertrauen. Dann wird es uns immer in die beste Situation, in eine einmalige Momente Situation bringen, momentale Situation, Zustand. Das ist der Augenblick, das ist die Ewigkeit, das ist das Leben. Jeden Augenblick anders, deshalb ist es auch das Leben, weil es sich nicht vergleicht, weil es sich nicht wiederholt, weil es lebt, weil es sich verändert und immer eine Einheit bildet. Eine Einheit in der Liebe, in der Energie. Das ist die Wahrheit. Und so eine Wahrheit kann man gemeinsam aufbauen. Wir sind die Quelle dieser Wahrheit. Wir sind die Quelle dieser Energie. Dann lässt es sich ja auch sehr praktisch umgestalten. Wir brauchen keine externen Quellen. Wir haben die Autarkität in uns selbst. Wir haben die Quelle und die Entstehung dieses Lebens, der Fähigkeit, der Gefühle, die Gefühle in Worte und in Realität umwandeln zu können in dieser materiellen Welt. Das ist unsere Aufgabe als Mensch, als Kinder. Viele Kinder haben sich an die System nicht gewöhnen können und sind nicht im System, sehr viele. Das ist unsere Sicherheit und das ist unsere Stärke, dass wir Erwachsene das verstehen und nie vergessen, dass die Kinder diejenigen sind, die die Welt verändern, nicht wir Erwachsene. Und die Erwachsenengebliebenen, die kindgebliebenen Erwachsenen, die innerlich Kind sind und Meister geworden sind, in dem, was sie sind, in dem, wofür sie sich entschieden haben, für das, was sie tun und für das, was sie auch Teil ihrer Zeit aufopfern, um etwas zum Gemeinwohl etwas zu verändern, so wie das Anatoly Junitsky macht. Und wir jetzt mit Skyway, mit ihm zusammen. Wir verändern und retten den Planeten. Wir verändern die Technologie, wir öffnen neue Perspektiven, wir schaffen eine Welt, die Frieden in sich birgt und die Natur liebt und schätzt. Und wir werden mit der Bewegung, mit dem Namen Alata, diese öffentliche Menschenbewegung von der ganzen Welt, werden wir gemeinsam auch die Herzen der Menschen wieder mit Wärme füllen und zueinander sich öffnen, das Vertrauen wieder in die Gesellschaft bringen. Es wird möglich sein, es ist möglich, es läuft schon, es funktioniert. Viele haben noch viel zu viel Schmerz, aber es ist eine Frage der Zeit. Denn Zeit, wenn die Umstände richtig da sind, dann ist die Zeit ein Freund und hilft die Schmerzen, die Wunden zu verheilen. Wenn das geschieht, dann wird auch das Herz wieder fühlbar und wird auch das Gute wieder aufnehmen können. Gutes gibt es genug um uns herum. Deshalb werden auch die Erde und den Planeten verändern. Bau Skyway, rette den Planeten.